Guten Morgen, heute live aus dem Bayernpark. Wir sind pünktlich zu Saisonstart hier, so ziemlich als Einzige außer den Mitarbeitern. Grund dafür ist leider das wirklich eiskalte Wetter. Also für Mitte April inzwischen ist es einfach definitiv zu kalt. So, wir gehen jetzt mit euch einfach mal eine komplette Runde durch den Park, schauen, was sich verändert hat. Die große Neuheit 2019 ist eh direkt vor uns. Der neue Spielplatz, auf den steuern wir jetzt auch direkt drauf zu. Gestern noch Europapark, heute fast fit und fast auch gleich im Bayernpark unterwegs für euch. Ah, das sind Besucher, wir sind doch nicht alleine. So, der neue Spielplatz ist von, so jetzt hoffentlich kriege ich es wieder zusammen, künstlerische Holzgestaltung Baumann. Von dem wurde das gebaut, der hat auch schon die ganze Holzdeko von Freischütz und Taolon errichtet. Das Besondere jetzt hier, der Spielplatz liegt mitten in der Zwergalbahn, deswegen müssen wir jetzt erstmal schauen, wo wir da reinkommen. Oh Gott, ich glaube, ich muss mich gleich klein machen. Also ich habe jetzt hier, oh Gott, ich habe den Eingang gefunden. Hoppala. Ja, ich habe heute zum ersten Mal eine GimPro, also wenn die Kamera irgendwo hinschwenkt, wo sie nicht hinschwenken soll, dann liegt es an mir. Ah, also hier der Eingang. Nein, also hier geht's rein und dann geht's da hoch, aber das schaffe ich ehrlich gesagt nicht. Deswegen spiele ich mich noch mit der Kamera. Es muss irgendwo einen Eingang geben und wir werden den Fenster, da kommt die Zwergalbahn. Also die geht wirklich mitten durch den Spielplatz durch. Ich glaube, ich habe den Eingang gefunden. Event. Die Bahn schlägt irgendwie Funken. Erkennt man das? Ja, das erkennt man sogar auf dem Video. Glaubt, das Metall wurde ja ein bisschen irgendwie abgeflext, dass der Strom wieder besser gleitet. Ah ja. Also hier endet eine Rutsche. Wir werden doch jetzt irgendwo hier bitte schön den Eingang zum Spielplatz finden. Ich weiß nicht, also da ist jetzt, wir haben nochmal eine Tür gefunden. Ist das Eingang? Eingang! Eingang, oh Gott. Ich kann mir jetzt ehrlich gesagt aber nicht vorstellen. Ah, doch. Und zwar kann man hier nur über die Turngeräte oben drüber. Es tut mir leid, ich bin jetzt leider mit 1,71 zu groß, um da durch dieses Drahtgestell durchzukommen. Also ich hätte euch den jetzt gern näher gezeigt. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Dann gehen wir halt einfach ein bisschen außen rum, oder? Ja, noch besser, wir fahren Zwergalbahn. Wir stehen im Weg. Genau, jetzt schauen wir mal, was wir von außen erkennen. Ich kann bisher nur das Modell, genau. Also es gibt zwei Eingänge, zweimal kleine Türen, so wie da vorne. Dann geht es hier hoch, durch das Drahtgestell durch, zu den anderen Turm. Das schauen wir jetzt einmal rundum. Hier drunter mir schöner, weicher Sandboden, noch richtig weich, weil noch keine Kinder drauf gespielt haben. So, genau, dann geht es zu diesem roten Turm und von da aus weiter zu diesem süßen blauen Vogelhäuschen. Und von da aus anscheinend kann man sich dann entscheiden, ob man hier zum Ausgang will, runterklettern oder hier zur Rutsche und dann Richtung Freischützeingang. Genau. Sieht echt schön aus. Ich mag diese Holzgestaltung. Die findet man auch in anderen Parks. Wie das letzte Mal zum Beispiel haben wir die im Skyline Park gesehen. Und noch in einem Park. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, welcher es war. Wir waren zu viel unterwegs. Die Holzfiguren standen vorher irgendwo anders. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wo. Mir kommen die extrem bekannt vor. Künstlerische Holzgestaltung. Bergmann. Bergmann. So, nicht Baumann, Entschuldigung. Beim letzten Off-Season-Video habe ich, glaube ich, 5 Anläufe gebraucht, um diesen Namen korrekt aussprechen zu können. So, wir fahren jetzt einfach mal eine Runde Zwergalbahn. Also, das, Kinderbahnen sind nicht nur für Kinder geeignet. Ist jetzt eher die Frage, ob man dann in der Höhle drin was sieht, weil da ist es wirklich sehr, sehr dunkel. So, einmal bitte einsteigen. Oh Gott!
Oh, Kinderbahn und ich stelle mir an wie alte Oma. So, lieber Zwergführer. Ja, hier sind noch Live-Ansagen. Der Zwerg bewegt sich. mir wurde gesagt, die Deko bei der Zwergalbahn wird die nächsten Jahre auch ersetzt werden, einfach weil die alt sind. Täusche ich mich oder riecht es sogar leicht verbrannt? Die Funken riechen sogar. Es ist eine 4D-Attraktion. Man fühlt es, man sieht es, man riecht es. Ja, das vierte fällt mir wieder nicht ein. Das ist Wahnsinn. Also ich habe ja hier schon ein bisschen Bedenken mit den Funken und dem ganzen Holz. Ja, danach vielleicht mal irgendwo anmerken. Halleluja, das ist ja wie an Silvester. Oh Gott. Adrenalinkick auf der Kinderbahn. Wenn Nervenkitzel kriegst du in keine Achterbahn. Oh Gott, also Leute, das riecht echt extrem verbrannt. Hier nochmal der neue Spielplatz. Also ich bin jetzt sehr froh, mein neues technisches Gerät, sonst wird das hier extrem wackeln. Ich glaube, man hört sogar, wie die Funken fliegen. Weiß nicht, ob ihr das noch hört. Letztes Jahr fuhr die Bahn noch 2 Runden. Schauen wir mal, ob dieses Jahr noch. Mir wurde... wir halten an. Oh Gott, das ist... Also, ja, Leute. Ich glaube, ich muss das dann auch mal anmerken. Dass das extrem... verbrannt riecht, und das ist, wenn du über die Holzbrücke fährst, glaube ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so ganz ungefährlich. Nachdem wir jetzt ja im Europapark waren, der hat ja seinen Brandschutz extrem verstärkt, also man sieht wirklich überall knallrote Hydranten, einfach aufgrund von dem Ereignis letzten Jahres, und dann steigst du hier ein und ja, Funken auf Holz. Okay, 2 Welten. So, dann wollen wir mal schauen, was sich noch verändert hat. Wir hatten ja in der Off-Season schon so eine kleine Führung, da war jetzt nicht so viel, also der Dampfer hinten ist ja gerade neu gestrichen worden, oder beziehungsweise waren sie gerade dabei. Wer Popcorn will, hier gibt es verschiedene Sorten. Selber noch nicht probiert, bin ich so der Geschmacks-Popcorn-Fan. Aber es ist bunt. die Attraktionen fahren übrigens eigentlich erst um 9:30 Uhr, also für die Zwergalbahn hat er jetzt eine Ausnahme für uns gemacht, finde ich toll. Freischutz wird erst später starten. Vor dem Freischutz braucht eine Außentemperatur, soweit ich weiß, von 10 Grad. Und die haben wir aktuell noch nicht. Also mal schauen, ob die um 9:30 Uhr überhaupt anfängt zu fahren. Also die wird heute garantiert fahren. Am Eingang war kein Schild, dass die heute außer Betrieb ist. Genau, die Tubingbahn. Die wurde ja vor, ich glaube, 2 Jahren umgebaut. Vorher musste man seinen Reifen komplett selber noch hochziehen. Und da war man schon fix und fertig, bevor man überhaupt oben ankam. Was mir auch auffällt, in unserer Region, im Europapark, die ganzen Bäume waren schon voll mit Blättern und Grün, und bei uns ist irgendwie noch alles kahl. Das war letztes Jahr auch schon, dass wir 2 Wochen hinten dran waren. Ja, Kinder vor allem, oder auch ein paar Erwachsene wie wir, vielleicht 3 Kometen in Form von Fröschen. Schaukeln so richtig schön hoch. Wer wissen will, welche Achterbahnen der Bayern Park besitzt, also wir sind ja jetzt schon gerade am Freischütz vorbei. Wir nähern uns jetzt der Froschbahn. Das ist eine kleine Kinderachterbahn, aber also ich finde die lustig. Zum Beispiel den Bar Express im Europapark, den meide ich ja, weil der wirklich so extrem langweilig ist. Es tut mir leid. Aber die Froschbahn, gehen wir mal hoch. Ich finde, die hat einfach irgendwas. Ist von Zira
Und halt so die ganz kleine typische Kiddiebahn. Natürlich noch alles außer Betrieb, wir sind einfach sehr früh da. Ich habe zwar jetzt gerade keine Uhrzeit, aber das dauert einfach noch dazu, erster Tag. 9.18 Uhr wurde mir gerade gesagt, okay, wir haben noch knapp über 10 Minuten, bis die Attraktionen eingeschaltet werden. So, kleine, die Froschbahn. Also die sieht klein und unspektakulär aus, aber die kleinen Hügel, die haben es echt in sich. Also ich mag's. Wir haben da drin unseren Spaß, vor allem natürlich letzte Reihe. Fahr doch mal Tubingbahn, genau, bei der Kälte werde ich mir jetzt nicht nass machen, da wird man nämlich nass bei der. Noch dazu, wie gesagt, also die fangen ja erst danach an. Aber irgendwas fahren wir schon noch miteinander, aber wie gesagt, das ist noch sehr still. Letztes Jahr war es übrigens auch sehr ruhig zu Saisonstart, also das ist wirklich eigentlich der perfekte Park, um samstags hierher zu fahren, Saisonstart, weil du einfach keine Wartezeiten hast. Auch so unter der Woche, außerhalb der Ferien natürlich wieder. Du läufst hier überall durch und deswegen fahren wir gerne mal nach der Arbeit schnell hierher. Nachmittag ruhig ausklingen lassen, gut essen. Heute übrigens, das wird ja das gute Mittagessen hier, gibt es ein halbes Händel. Was, halbes Händel? Ja, ein halbes Händel mit Pommes. Und Kaiserschmarrn, das ist meins. Mit Apfelmus, soll ich dazu sagen. Genau, hier die kleine Sommerrodelbahn. Die mag ich ehrlich gesagt selber nicht, denn die hat keine Rückenlehne und ich habe hier permanent das Gefühl, dass ich gleich rausfalle. Die hintere, die lange ist mir da lieber. Sind zwar beide vom Wiegand, aber halt, das sind so die kleinen Bobs. Die sind nicht so meins. Die Eselreitbahn. Und jeder, der meint, man kann nicht elegant auf einem Esel sitzen. Ich habe das während des Shootings von unserer Hochzeit beweisen können. Man kann als Dame im Brautkleid elegant auf einem Esel sitzen. Da waren letztes Jahr noch Froschfiguren oder generell ein paar Figuren drin. Das sind irgendwie alle weg. Entweder werden die gerade noch hergerichtet. Seltsam. Die Achterbahn mit dem schönen Namen Achterbahn, also die heißt wirklich so, gerade die ersten Testfahrten, es ist noch ein Tivoli Large, von den Large findet man jetzt ja bei uns nicht so viele Varianten. Also zumindest counten kann man hier recht gut, es gibt auch zwei Butterflies für die noch counten. So, die Wildwasserbahn, muss ich mal ganz genau schauen, wenn jemand was schreibt, weil mein Gerät genau davor ist. Ist eine Reverschorwasseranlage und ich finde eine noch mit den schönsten Thematisierungen, weil die meisten Parks klatschen die ja hin und Thematisierung Fehlanzeige. Jetzt kommen wir dann an der Neuheit vorbei 2018. Das ist Stadelgaudi 4D. Erinnert stark an Mauser Schokolano, dass man hier nicht in Wägen durch einen Parcours fährt, sondern man sitzt auf einer Plattform und dreht sich von Kammer zu Kammer. Eben saulustig, dadurch, dass die Fahrt nicht ganz so extrem lang ist, fällt einem danach nicht der Arm ab und man kann nochmal direkt fahren. Man schießt mit einer Karotte und je nach Kammer schießt man entweder Farbkleckse, Hufeisen und ja, die anderen weiß ich jetzt schon nicht mehr, ist ja fast schon ein halbes Jahr her, wo ich das letzte Mal gefahren bin. Morgen. Morgen. Es ist halt typisch Bayern, da grüßt man sich wenigstens noch. Richtig. Schmetterlingstanz findet man eigentlich auch nicht mehr so oft. So, und bevor wir jetzt diesen, ich nenne ihn mal Hügel des Todes, wieder hochgehen, am Rafting vorbei, gehen wir jetzt erstmal nach hinten. Da hat sich ja jetzt letztes Jahr sehr viel getan, weil hinten war ja wirklich fast nichts. Da war die Greifvogelschau, da war die Rodelbahn und ein Spielplatz, der vor 2 Jahren auch zum Wasserspielplatz umfunktioniert wurde, weil einfach bei dem Vulkan
die Plane leider zerstört wurde, haben sie es dann gleich in Angriff genommen, einfach gleich was komplett Neues aufzubauen, und es ist echt super mega hübsch geworden. Und vor allem für den Sommer endlich mal was zum Abkühlen, weil in den Wasserbahnen hier wird man leider nicht immer zwingend nass. Außer man hat ein Brautklettern, dann kommt plötzlich sogar in der Raftinganlage zum allerersten Mal so eine Welle über dich drüber. Was den Bayernpark besonders macht, finde ich, ist die viele Natur. Gibt ja so Parks, die machen alles platt, was grün ist. Und der Bayernpark integriert sich mit dem Wald und den ganzen Grün. Und ich finde einfach sowas erholsamer. Einfach aber was fürs Auge, für die Seele. Wem die Berge zu mühsam sind, hier fährt eine Parkbahn rundum, die steht dann hier. Hat auch einen Anhänger für Kinderwägen. Und dann kommt man dann in diesen Berg des Todes wieder hoch. Also auch in der Off-Season-Führung wurde uns gesagt, durch den Berg bleiben die Mitarbeiter immer recht fit. Und Freischütz sticht natürlich raus. Also jetzt zu Saisonstart fährt die normalerweise noch wirklich richtig schön weich, schlägt nicht. Aber wir wissen ja auch von der Off-Season-Reportage, das ändert sich leider im Laufe der Saison, und jedes Mal Räder wechseln nach einer Woche geht einfach aus Kostengründen nicht, was, glaube ich, jeder verstehen kann. Sollen das Geld lieber für neue Attraktionen aufheben? Und wir wissen ja, nächstes Jahr kommt was, was Großes und Spektakuläres. Ah, der Dampfer fährt schon. Der See vor uns ist kein natürlicher See, das ist wie in vielen Parks eine künstliche Badewanne. Nur eine große Badewanne, der Stöpsel zu dem See liegt unter der Bavaria da vorne. Ja, und den Dampfer sieht man, dass der frisch und neu gestrichen wurde. Es war aber auch dringendst nötig. Jetzt auch mit Fahne. Bei den Dampfer hat der Park meistens das Problem, dass sie keinen finden, der den bedienen kann. Du brauchst nämlich hier einen Bootsführerschein. Und ja, ich meine, bei uns ein bisschen weiter weg ist noch die Donau an der Isar. Es ist mit Bootfahren nicht ganz so. Jetzt hat natürlich bei uns kaum einer einen Bootsführerschein. Hätte jetzt der Hansapark wahrscheinlich weniger ein Problem, da jemanden zu finden. Oh, die Sonne kommt raus. Also wenn ihr hier im Herbst seid und ihr wisst jetzt mal gar nicht, was ihr machen sollt, ihr könnt hier auch im Herbst Schwammerl suchen gehen. Genügend Wald ist drumherum und die Pilze wachsen hier wirklich. So, kurz die Hand wechseln, weil die friert man gerade schon ein. Wir nähern uns dem Schloss. Und gut, jetzt natürlich zu der Zeit, Blumen wachsen jetzt noch nicht wirklich, blüht noch nichts. Sieht jetzt nicht ganz so schön aus, aber wenn dann wirklich alles bepflanzt ist, dann ist das so eine schöne Fotolocation. Und gut, das Schloss an sich wirkt ja auch schon. Bayernpark bietet auch viele Tiere, da werden wir jetzt aber dann nicht hochgehen, weil das wäre ein sehr, sehr langer Rundgang. Luchs, mehreres Wild an sich, Gämsen, Ziegen, alles Mögliche. Wir haben auch ein ganz großes Rehgehege, das sieht man dann von der Raftinganlage aus. Oh, jetzt wird es ja richtig schön und die Gänse schimpfen. Wir können auf alle Fälle mit den Traktoren können wir fahren. Da darf ich filmen nebenbei. Ha! Finde ja eine der schönen, also mit die schönsten thematisierten Traktorbahnen, die hier im Bayernpark sind. Also da haben sie sich wirklich mit Animatronics und alles echt was einfallen lassen. Mal werfen wir mal einen Blick noch genauer aufs Schloss. Die Musik läuft schon. Ein 4? Also wenn die Testfahrten gemacht werden, kriegen wir eigentlich selten mit, weil wir, wie gesagt, meistens erst am Nachmittag kommen. Also wie gesagt, jetzt fehlt natürlich noch die ganzen Blumen und alles. Das Herz, was man da sieht, ist normalerweise voll mit Blumen. Aber die ganzen Kreise,
Ist halt noch zu früh im Jahr. So, und da hier noch Testfahrten gemacht werden und wir noch nicht mal weiter. Mit Sonne ist es gleich viel angenehmer. Vielleicht kommen dann auch noch mehr Leute. Also ich würde es dem Park wünschen, weil es echt ein richtig schöner Park ist. Preis-Leistungs-Verhältnis ist top. Also es gibt Parks in der Größenordnung, die wesentlich teurer sind. Vor allem die Jahreskarte kostet, glaube ich, 56. Das ist eh beim dritten Mal. Ja, und da war wieder mal der Empfang weg. Das ist noch eigentlich mit ein Problem, also generell bei uns in Bayern am Land, dass da gerne mal der Empfang weg ist. Wenn man jetzt sagt, wir gehen einfach weiter, irgendwo kommt dann schon wieder Empfang. Kann auch sein, dass ihr jetzt weiter geschaut habt und bei mir wurde bloß angezeigt, nichts mehr. Verbindung wird gerade gesucht. Das Affengehege ist auch gleich hier. Haben eine richtig schöne Anlage mit vielen Klettermöglichkeiten. Haben auch so ein Häuschen, wo sie sich zurückziehen können, wenn sie mal die Schnauze voll haben von den ganzen Besuchern. Kriegen das beste Obst und Gemüse zu fressen. Und ja, da ist der Zaun für die Besucher ist aus gutem Grund relativ weit weg vom Gehege, weil einfach hier Besucher Zeug füttern, was die Tiere nicht essen sollten. Gibt leider einfach unbelehrbare. Wer mal was mit Kindern noch unternehmen will, es gibt Wettkampf am Olymp der Tiere. So ein ja, Hindernislauf, Rätsellauf, wo hier so Stationen sind wie. Da kann man dann, muss man erriechen, was das gerade ist, welches Holz. Oder da kann man, sind verschiedene Baumstämme, die man hochheben kann. Der erste geht noch allein und dann braucht man immer mehr Leute. Also es sind ganz verschiedene Stationen. Falls mal wirklich, wenn man im Park schon durch ist, kann man sich damit auch noch ganz gut die Zeit vertreiben. Genau, da ist die große Sommerrodelbahn. Also da geht es ein ganzes Stück erstmal hoch. Und man kurvenreich wieder. Katastrophe mit dem Internet. Also, dass es jetzt so schlecht ist, hätte ich ehrlich gesagt nicht geglaubt. Gehen einfach immer wieder weiter und suchen den nächsten Empfang. Also bei der Rodelbahn kann ich euch nichts zeigen. Genau da ist der Empfang weg. Das ist jetzt natürlich auch mit Live-Übertragung. Da frisst er dermaßen Datenvolumen und das packt er nicht mehr. So für WhatsApp und jetzt auch für Pokémon, da reicht's. So, der Wasserspielplatz und der ist sogar schon aufgebaut. Also sie hatten anscheinend die Hoffnung, dass es warm genug ist, dass man heute spielen kann. Aber gut, das Wasser ist noch ausgeschaltet. Genau, es fehlt da noch große Hinweisschild, außer das steht jetzt da. Genau, also man soll ja hier Schuhe bitte ausziehen. Ah ja. Hinweisschilder sind relativ neu, weil so Besoffene bitte ja auch nicht. Könnten ja in der Pfütze ertrinken. Alles machbar. So, dann gehen wir noch zu den Neuheiten letztes Jahr. Das Hoftierrennen und die Bulldogfahrt. Hier gibt es übrigens, ich hoffe, dass der heute noch aufmacht, oder gab es letztes Jahr die Spirellos. Kennen die meisten aus Efteling, aber ich muss sagen, die schmecken tausendmal besser als in Efteling. Ich mag den Efteling seitdem nicht mehr. Ja, Serengeti-Park, glaube ich, hatten der Chef mit der Kollegin waren ja Arzt, es ist so statt da und da kam halt nichts und wir haben uns schon Sorgen gemacht, was da los ist, aber die haben dann gesagt, ja, schlechter Empfang. Also Serengeti-Park ist da anscheinend auch so eine Katastrophe. So, wir fahren jetzt eine Runde mit den Traktoren oder in Bayern mit den Bulldogs. In der Hoffnung, dass die Verbindung jetzt mal nicht abreißt, aber hier auf der freien Fläche sollte es relativ gut gehen. Ha, sogar einen blauen. Animatronics laufen, sehe ich schon neben mir. Ja, und hier die Öffnung bei denen
komischerweise die meisten ein Problem haben, nach rechts schieben. Und dann hat man jemanden, der einem die Tür aufhält. Ha. So, nach vorne bitte nicht setzen, da dürfen nur die Kinder hin. Also Holiday Park hatten wir noch nie Probleme mit dem Empfang, aber ich kann mich jetzt auch täuschen. So. War die Bahn nicht ganz fertig, da waren dann die Hütten schon aufgebaut, aber ohne Matronics, und wir haben da schon gesagt, da kommt doch was, das kann nicht so gewesen sein. Und Gott sei Dank, aber auch noch während der Saison relativ zügig kamen dann die ganzen Animatronics und es sieht echt super aus. Es gibt hier ein Gaspedal und anscheinend kann man dann den Sound steuern. Bin noch nicht so ganz dahinter gestiegen. Also ihr seht, es ist mega Wetter jetzt danach. Klar, es ist noch frisch, aber jetzt in der Sonne wird es echt angenehm. Also falls noch jemand in den Bayernpark will, ich kann es jetzt eben empfehlen. Es ist nichts los und dazu jetzt mega Wetter. Der hat ja anscheinend bis gestern noch für heute Regen gemeldet, aber da ist weit und breit nichts davon zu sehen. So, wir werden gleich fotografiert. Wurde alle geblitzt, Dings. Man hört es leider durch den lauten Traktor nicht, aber die Sau singt. Die grunzt und singt dabei. Es ging jetzt bei den letzten Parks alles samt nicht. Ich kann während der Live-Übertragung eigentlich einiges fahren, weil es einfach, ich kann durchlaufen. Es ist immer blöd, wenn du erstmal noch, wenn es bloß 10 Minuten sind, in der Warteschlange stehen musst und erzählst, ich weiß Gott noch was. Es fällt hier jetzt zum Glück alles weg. Einfach einsteigen und drauf losfüllen. Gott, ja, das Ding bremst ein bisschen abrupt. Da drüben findet dann, man erkennt es einigermaßen, die Greifvogelschau statt. Haben wir bisher nur zweimal gesehen und einmal war es recht lustig, denn da kam, was war es, eine Eule? Ich glaube, eine Eule war es, eine weiße Eule. Und ja, die flog und kam nicht wieder und dann hat er gesagt, ja, das ist Bonnie. Und die heißt Bonnie, weil die schon bis auf Bonn entflogen ist. Die war so ein bisschen störrisch. So, wir stehen hier. Kommen nicht mehr raus. Wir müssen warten, bis jemand kommt. Wir müssen warten, bis jemand fahren will. Das kann heute ein bisschen dauern. Da kommt jemand. Da kommen Leute, bitte fahrt mit den Traktoren. Ja. Juhu, es geht vorwärts. Die Mitarbeiterin hat sich schon Sorgen gemacht, die hat jetzt nach uns geschaut. Ah, schön. Oh, voilà, ist ein bisschen huckelig. Steig aus. Jetzt, wir kommen wieder raus. Ja, Gott sei Dank. Ich dachte schon, wir werden den Traktor eingesperrt. So. Das Hoftierrennen sparen wir uns jetzt, sage ich jetzt einfach mal. Sonst kommen wir ja gar nicht rum um den Park. Kann euch aber auch die ganzen Animatronics davon gerne mal zeigen.
hat nicht so viele, erkennt man es, so ein bisschen gegen die Sonne jetzt ausgerechnet, gibt es eine Share-Station, ein paar Hasen, müssen wir mal außen rum gehen. Ah, der Wasserspielplatz läuft. Nein, das sind jetzt keine Besucher, die da rumplanschen. Das sind jetzt erstmal die Mitarbeiter, die alles einstellen. Jetzt können wir nochmal hinschauen. Gott, die frieren schon, wenn ich das nur sehe. Alles ausrichten? Ah ja, da will eine Anlage anscheinend noch nicht so, wie es... Einfach mal mit Absicht auf den Kollegen schieben. Auch nicht schlecht. So, ich sehe da hinten noch Wägen. Ich hoffe, dass meine geliebte Spirello-Station hier aufgemacht wird, aber auf die hätte ich mich jetzt echt schon gefreut. Aber es ist ja noch früh. So, jetzt gehen wir nochmal an den Animatronics da vorbei. Mit dem gescherten Schaf in der Box und damit sie nicht frieren. Weil ich bin zu hoch. Technik, die begeistert. Es tut mir leid. So, jetzt. Danke, Ben. Dir auch noch viel Spaß. So. Ich muss ein bisschen... Ihr habt die Technik hier. Den GimPro gerade von der Post abgeholt. Also, tut mir echt leid. Das Ding macht nicht so ganz, was es machen soll. Ha, jetzt geht's wieder. Genau, die Mäusetretbahn. Das Ding ärgert mich gerade ein bisschen. Dreh dich. Jetzt dreh sich's. Mein Gott, na. Das Ding will gerade nicht so, wie ich will. So, ich drücke die ganze Zeit auf Mode. So, ich versuche jetzt das mal zu stabilisieren. Aber wie gesagt, das Ding ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Vorhin ging es so schön. So, jetzt haben wir es. Frauen und Technik, ihr wisst es ja. So, wir gehen jetzt durch den Wald zurück. Da gibt es jetzt nicht so viel Spektakuläres. Spektakulär wird es, wenn plötzlich der Sturm aufkommt und dir die Äste vor den Füßen fallen. Das hatte ich nämlich echt schon mal. Es gibt zum Glück eine kleine Schutzhütte. Wo schwenkt jetzt meine Kamera wieder hin? Soll es da hin? So, hier noch ein paar Animatronics. Also meine Kamera sieht anscheinend Dinge, die ich nicht sehe, weil plötzlich schwenkt sie nach rechts rüber. Was soll das? Technik, glaube ich, will gerade nicht mehr. Genau, also wie ich vorhin schon gesagt habe, der Park liegt wirklich mitten im Wald. Jetzt sieht man es richtig. Es gibt auch hier noch einen kleinen Abenteuerspielplatz. Und selbst im größten Regen sehe ich da immer noch Kinder drin rumtouren. Versuch mal rüber zu schwenken. Mal schauen, ob da meine Kamera mitspielt. Ich glaube nicht. Ha, geht doch. Vor allem hört man es meistens, dass da Kinder sind. Da ist nämlich so ein kleines Klangspiel mit drin. Die runden Scheiben sind die Stationen von Olymp der Tiere. Kann man ja so verschiedene Sachen erraten. Ich versuch mal, ob es rüberschwenkt. Genau, da muss man hier das Tier drücken und dann was von den Texten dazu passt. Und dann sollte es grün leuchten, wenn es stimmt. Das, was ihr da klacken hört, ist mein verzweifelter Versuch, die Kamera zu stabilisieren. Ah, Tim, das ist ein Kommentar, lese ich jetzt. Erst viel Spaß im Hansapark. Wäre ich auch gern, den war ich ehrlich gesagt noch nie, weil ja, wir sind in Bayern und der ist halt genau auf der anderen Seite von Deutschland.
Soweit ich weiß, wird der Wald erstmal nichts weiter abgeholzt für neue Attraktionen. Finde ich recht gut, weil hier ist überall schon so neue Bäume gepflanzt, dass der Wald sich wieder erholt auch. Die hatten ja jetzt den Winter oder anscheinend auch schon im Herbst eine Borkenkäferplage. Also im Eingangsbereich vorne sind viele, viele Bäume gefällt worden. Da gehen wir jetzt dann eher als nächstes hin. Dauert aber noch ein bisschen, bis wir da vorne sind. Das hat nichts mit einer neuen Attraktion zu tun. Das war nämlich gleich mein Gott, heute, Danke. mein Gedanke, ja. Der achte Tag im Freizeitpark macht sich irgendwann auch bemerkbar. Das wird der neue Eingangsbereich, den sie jetzt irgendwann bauen müssen, weil der Eingangsbereich, den sie da haben, der ist ja sogar noch vom Wildpark, bevor es vor, ich glaube, jetzt mittlerweile 27 Jahren, der Bayernpark wurde. Ich glaube, das war Wildpark Vilsthal, bin mir nicht mehr ganz so sicher. Ich war als Kind in dem Park drin, aber das kann ich mich kaum mehr dran erinnern. Ich weiß nur, dass wir mit irgendeiner kleinen Bimmelbahn da rumgefahren sind und haben die Tiere angeschaut. Mein Mann will an den Spielstationen spielen. Also hier im Wald so extrem rumlaufen ist jetzt eh nicht so zu empfehlen. Da überall wachsen die Brombeeren, sehe ich. Das ist ja bei uns so eine Plage mit den Brombeeren im Wald. So, bald sind wir aus dem Wald raus. Da oben ist die Baumstammstation mit dem ganz Kleinen. Den können normalerweise sogar noch Kinder heben. Beim zweiten werden es dann ein Erwachsener. Der dritte, den schafft ein starker Erwachsener und ab dann brauchst du eine Gruppe. Im Sommer hier richtig angenehm von den Temperaturen. Vor allem auch, du merkst einfach die Luft, die im Wald dann ist. Auch wenn es regnet, dann riecht es richtig nach Wald. So eine kleine Abwechslung dann zum Trubel weiter vorne. So, wir nähern uns wieder dem See, dem Raddampfer. Der Raddampfer wurde übrigens, der müsste aus den 70er Jahren sein. Fuhr aber nicht hier im Wildpark, sondern am Chiemsee. Der ist da Touren gefahren und in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre, hat den dann der Bayernpark aufgekauft und hat den nochmal hergerichtet und seitdem dreht der hier seine Runden. Ja, also im Bayernpark geht es steil, bergauf, bergab. Oh Gott, und dann macht sich das Knie bemerkbar. Einige Mitarbeiter haben ja so kleine Golfwägen, das sind jetzt zu beneiden. So, gleich sind wir aus dem Wald raus. Und da steht gerade der Dampfer. Und der strahlt jetzt endlich wieder. Also, ah, das Weiß ist wieder weiß. Ah ja, und die ganzen Ornamente, die lagen da am Boden. Ich weiß jetzt nicht, ob man es ganz genau erkennt. Am Oberdeck unten die Muster sind lauter einzelne Elemente, die haben wir in der Off-Season-Führung rumliegen sehen. Das sieht jetzt wieder richtig gut aus. Also man hat auch ganz oft auf Facebook so Kommentare schon gelesen, warum der Dampfer so schäbig aussah. Wurde ja jetzt Gott sei Dank wieder hergerichtet. Morgen! Ja, Fralle, wurde ja frisch gestrichen. Ja, sind gerade live. Da will wieder ein Mitarbeiter nicht erkannt werden. So, bis später. Wenn sich jemand fragt, warum der künstliche See immer so grün ist, das hat leider den Grund, weil da so ein natürliches Rinnsal in den See einmündet und das Rinnsal kommt von den ganzen Feldern her. Man kann sich jetzt ja vorstellen, was da von den Feldern alles reingespült wird, wenn die Bauern da regelmäßig düngen. Deswegen, der See wird zwar alle, ich glaube 2, 3 Jahre wird er abgelassen, versucht zu reinigen, aber das hält halt leider echt nicht lange an und der ist wieder komplett grün. Also Baden ist nicht unbedingt geeignet. Liebe Eltern, wenn euer Kind da drin einen Schnuller verliert, bitte nicht rausfischen und sofort dem Kind wieder in den Mund stecken. Das hatten wir nämlich auch schon gesehen. Also Mitarbeiter und uns hat es echt geekelt davor. So, dann gehen wir mal diesen
Berg des Todes hoch. Die Bahn steht leider nicht da, dass uns die Bümmelbahn mit hochgenommen hätte. Man sieht inzwischen ein paar einzelne Besucher. Freut mich, aber es sind echt noch wenige. Weil langsam, ja, die Achterbahn fährt jetzt mittlerweile. Wildwasserbahn fließt das Wasser, also jetzt erwacht der Park endlich zum Leben. Stadelgaudi dürfte ich vielleicht mit euch fahren, ich weiß nicht, wegen Lizenzen. Aber bringt nichts, weil ihr kennt vom Film einfach nichts ohne 3D-Brille. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal am Rafting vorbei. Am Freischütz vorbei, Taolon ist da hinten, der Steinwirbel. Und dann in den hinteren Teil vor allem. Firma Pollinger, genau, Pollinger müsst, Pallhuber, Entschuldigung, verkosten hier Weine, kann man dann auch kaufen. Bin ja jetzt selber nicht so der Weinfan, aber wer mal eine ruhige Auszeit will, der darf sich da gerne dazu setzen. Die Mitarbeiter sind froh um jeden, der da den Tag mit denen verbringt. Ist aber aktuell noch keiner da, ja, lohnt sich einfach noch nicht. Noch alles zu, gerade wird noch gereinigt. Noch ein kleiner Kinderspielplatz neben uns. Mit Baumstamm-Tretbahn. So, wir nähern uns der Rafting-Anlage. Wir müssen mal die Fahrrinne anschauen, weil die wurde in der Off-Season komplett sandgestrahlt und neu gestrichen. Mal schauen, wie jetzt die im neuen Farbton erstrahlt. Vermutlich blau. Aber das will ich jetzt selber mal sehen. Da stand letztes Jahr noch ein Torbogen. Ach, der Torbogen steht da seitlich. Der stand mal quer über den Weg. So. So, ja, das sieht man. Und da fängt mein Ding. So. Also das Ding macht echt, was es will. So, es ist wieder strahlend blau. Die obere Fahrrinne, die wurde letztes Jahr schon gemacht. Sie haben uns gesagt, brauchen sie dieses Jahr nicht machen. Also machen nie die ganze Bahn auf einmal. Freischütz. Doch, Freischütz fährt. Ich höre nämlich den Soundtrack. So, jetzt erstmal noch Rafting-Anlage. Also ich höre den Soundtrack, aber ich sehe Freischütz nicht fahren. Die Rafting-Anlage ist eine der längsten ihrer Art. Mit Bergbauthematisierung. Ich schaue gerade, ob man es irgendwo von da aus sieht. Die wird gerade umgestaltet. Die ganzen Figuren sind nämlich weg. Also normalerweise wären da unten überall Figuren. Also uns wurde ja gesagt, es wird umgestaltet, aber dass es jetzt schon ist, haben sie nicht erwähnt. Auch nicht schlecht. Weil die Figuren sahen halt schon, ja, vergilbt aus, sage ich jetzt mal. So, dann nochmal Freischütz. Aber wie gesagt, ich höre den Soundtrack, aber sehe sie nicht fahren. Aber doch, da sitzen Leute drin. Okay. Wird gleich losgehen. Schauen wir einfach mal, ob wir das abwarten können, bis da losgeht. Abfertigung dauert immer. Das ist ein Mitarbeiter, der immer komplett alles sichert, startet. War eigentlich auch mal so angedacht, dass da zwei Mitarbeiter gleichzeitig starten müssen. Wurde aber dann geändert. Nein, bei so einem kurzen Zug reicht auch wirklich einer. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter.
dass wir da alles kein Grünzeug davor haben. So, und dann warten wir einfach mal ab. Ja, im Bayernpark ist man es anscheinend nicht so sehr gewohnt, dass hier gefilmt wird. In anderen Parks, die ignorieren die Kameras komplett und hier entweder lachen sie rein oder sie springen zur Seite. Jetzt komm, Freischütz, starte! Es ist Taulon hinter uns. Ja, zu Freischütz, bevor wir hier lang sprachlos rumstehen, ist von Maurer und Söhne, ist ein XK, ist ungefähr 450 Meter lang. Fahrzeit beträgt ungefähr eine halbe Minute. Ich hatte mal jemanden neben mir, der hat die Zeit gemessen, deswegen weiß ich es. hat 5 Inversionen. Ich kann die jetzt aber wirklich nicht mehr alle aufzählen. Ich weiß, dass es ein Inside Top Hat ist. Es ist ein Looping. 2x Hardline Roll. Und Nummer 5 habe ich wieder mal vergessen. Ein Inverted Loop eventuell. Das könnte noch sein. Bei der Eröffnung haben irgendwelche berühmteren Persönlichkeiten, die ich natürlich alle nicht kenne, den ganzen Elementen bayerische Namen geben, so wie Mongdratzer, Dratingsel. Also, vor meinem Eingang steht dann das Schild, wo alles beschrieben ist. Das ist recht lustig. Vor allem für die nicht bayerisch sprechenden, erkennt man da gar nichts. Sogar als Bayer muss man da 2-3 Mal lesen, bis es einen Sinn ergibt. Das ist das Problem von bayerisch geschrieben und Sprache. Das sind 2 verschiedene Dinge. Freischütz startet immer noch nicht. Was ist da los? Es kann durchaus sein, dass die wieder warten, bis der Wagen voll ist. Aber ich höre die Sicherung klackern. Also zumindest die Bügel hört sich so an, als wären die gerade zugemacht. Jetzt spätestens, wenn die Musik startet, dann sollte es losgehen. Freischütz ist ja eine Oper, die um die Wilderei handelt. Lief letztes Mal zufällig im Fernsehen, aber oh Gott, ich bin nach kurzer Zeit schon eingeschlafen. Opern ist jetzt nicht so mein Ding. Also den versteht man bei der Oper einfach den Text nicht. Ja, also wenn mehr los ist, dann geht die Abfertigung dann doch ein bisschen schneller. Wie gesagt, das weiß ich selber, dass man da oft wartet, bis der Zug voll ist. Theoretisch reichen 2, die drin sitzen. Weil wir zum Beispiel bei Tripstel, bei Karacho, glaube ich, müssen es mindestens 5 Leute sein, weil wir standen schon mal zu viert da und konnten deswegen nicht fahren, weil halt doch einer fehlte. Sollte hier nicht der Fall sein, zumindest habe ich es davon noch nicht gehört. Geht einfach nicht los. Hallo! Ja, wenn man hier heiratet, kennt man den halben Park. Wir gehen jetzt einfach mal näher ran. Schauen wir mal um die Kurve. Man sieht da leider nicht so nah hin um die Kurve. Auch sieht man den Anstellbereich von außen nicht wirklich, was immer blöd ist, wenn man wissen will, ob gerade viel los ist oder nicht. Da muss man wirklich einmal komplett rumgehen. Jetzt geht's los! Und da versorgen wir die Dinge. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, sitzt überhaupt jemand drin. Ha, das ist nur Testfahrt. Deswegen dauert es so lange. Und das war es auch schon wieder. Ja, das ist so ziemlich dann die ganze Fahrt. Relativ schnell. Es kommt dafür ein Vehikel, oh Gott. Die Gärtnerei saust vorbei. wir stehen hier noch neben Taulon. Versuchen wir mal ins Bild zu kriegen, will mein Stick will. Ist ein Droppentwist. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, zu. Weit, ich weiß,
Nee, ich sehe jetzt keinen Hersteller, weil ich mir nicht 100% sicher bin. Richtig geil thematisiert. Gibt es so nirgends, also zumindest hatte ich bisher noch keinen, der so schön thematisiert ist. Es ist nämlich komplette Zwergenwelt mit in einem Bergwerk drinnen. Also uns erinnert es immer so ein bisschen an Herr der Ringe von den Zwergen her. Richtig schön, muss man mal gefahren sein, wenn man hier ist. Da ist noch hinter dieser Fassade, die jetzt alles verdeckt hat, Kon-Tiki Steinwirbel. Gut, Kon-Tiki muss ich jetzt nicht viel dazu sagen, dreht sich um die eigene Achse, während man auf einer Schiene hoch und runter fährt, die nächste Testfahrt. Jetzt geht's schon schneller durch. Also ich glaube, Freischütz macht bald auf. So, rechts von uns ist die Werkstatt. Jeder, der mal wissen will, wo die Werkstatt ist, kann ja sein. Hatten wir eine recht schöne Off-Season-Führung, wo da gerade der Freischützzug komplett zerlegt da stand und haben uns da die Sicherung erklärt. Findet ihr bei uns auf YouTube unter freizeitparkcheck.de, findet ihr das Off-Season-Video. Also das kann es nur empfehlen, man sieht viel, was man so also nicht vermutet. Auf dem neuen Spielplatz tummeln schon die Kinder. Genau, da werden die Züge, mit denen man rundum fahren kann, noch alles noch nicht im Gebrauch. Gut, aktuell eher müssten die Leute nach hinten fahren werden als nach vorne. So, jetzt gehen wir noch in den hinteren Bereich. Zeige ich euch da noch was. Und dann habt ihr eigentlich schon den kompletten Park gesehen. Also für einen Spaziergang, wer wie wir Jahreskarte hat, eignet sich der Park hervorragend. Wer nicht mehr ganz so gut zu Fuß ist, der kann ja die Bahn nehmen. Wir gehen jetzt erstmal gleich zum Adler nach hinten. Ja, jetzt kommen langsam Leute, kaum ist die Sonne da, immer diese schönen Wettergeher. Der Bayernpark besitzt übrigens sogar eine eigene kleine Kirche. Theoretisch könnte man hier taufen lassen, die Kinder, und heiraten. Aber die Gemeinde Reisbach hat da jetzt was dagegen, also das ist die Gemeinde, die Kirche, so muss ich sagen. Und seitdem muss das in der Gemeinde Reisbach passieren und nicht mehr hier, was ich schade finde. Also von der Familie, der Park gehört, wurden die Kinder hier noch getauft. Ist natürlich was ganz Besonderes, wenn eine Taufe oder auch eine Hochzeit im Freizeitpark stattfindet. Zumindest war bei uns hier die Hochzeitsfeier. Das durften wir dann schon noch. Adler fährt. Die sind übrigens ungedrosselt. Also bei denen kriegt man richtig leicht noch Überschläge hin. Da gibt ja andere, zum Beispiel Trips, Drill, da selbst wir als Erfahrene keine Chance, da einen Überschlag hinzukriegen. Und hier kein Problem. Rekord liegt, glaube ich, hier bei über 100 Überschlägen. Mein persönlicher Rekord irgendwo bei 60. Und das reicht aber dann auch. Hier ist noch jede Menge Platz. Vor allem dann, früher war es der Star Wars Day, jetzt ist es der, ich glaube, der Fantasy Day. Ich weiß es nicht mehr. Wurde umbenannt inzwischen. Wir finden dann hier so Jedi-Kampfschulen statt und ja, die Parade stellt sich bereit. Also früher war es halt hauptsächlich Star Wars und dazwischen sind jede Menge Cosplayer von Disney-Prinzessin über Harry Potter bis hin eben zu Star Wars. Ist alles vertreten. Ja, links von uns ist nochmal die Rodelbahn. Die kleine Version. Rechts von uns der Wellenflieger. Sie hatten früher auch schon Kettenkarussell, es wurde aber dann durch den Wellenflieger ersetzt. Ich finde den auch richtig schön. Vor allem dann einfach, wenn die Blumen dann richtig blühen, schaut das richtig, richtig schön aus. Er gibt auch schöne Fotos dann. Trampolinanlage steht noch da. Uns wurde ja in der Off-Season gesagt, dass
die wahrscheinlich in der nächsten Zeit wegkommen sollen, einfach aufgrund dessen, weil die Verletzungsgefahr zu hoch ist. Oh, und ich sehe gerade einen Arbeitskollegen von mir. So, da hinten ist jetzt aktuell nicht mehr sehr viel. Da ist ein Bauzaun. Bauzäune sind ja für uns immer besonders interessant. Schauen wir mal, ob ich rüberschwenken kann. Aber ich glaube, das sieht einfach nur ganz simpel nach Pflastererneuerung aus. Zu früh gefreut. Das Zelt da hinten war früher ist das Piratenlager. Die haben ja jetzt hinten bei der Insel, wo der Wasserspielplatz ist, die Pirateninsel dazugekriegt sozusagen. Seitdem ist das Piratenlager in den Ferien da hinten verlegt worden. Gibt doch so ein kleines, ja eigentlich wäre es ein Wasserkarussell, aber hier spart man sich das Wasser, jetzt ist es nur noch ein Karussell. Ein Hubsalturm. Und für das schlechte Wetter gibt es hier noch die Indoorhalle mit einem Kometen, einem Luna Loop, einem Butterfly, eine Softball-Schießmaschine. Gehen wir jetzt mal rein. Weiter oben noch für die kleineren Kinder gibt es einen kleinen Spielplatz mit so kleinen Spielgeräten, aber nichts Großes jetzt. Und eine Kletterwand. Genau. Bobbycars kriegt man hier auch noch zu sehen. Na komm, stell die ein. So, Bobbycars. So. Genau. Oh, die haben die Anzahl der Bälle erhöht. Und das nicht schlecht. So, also die Burg ist in zwei Räume aufgeteilt. Einmal eben da die Burgversion und jetzt gehen wir ins Wildall. Gibt auch so kleine Tischspiele. Oh Gott, hier halt das ganz schön. Und über uns, jetzt stellt sie mir die Kamera nicht mehr scharf. Da ist eine kleine Raumstation über uns. Finde ich richtig schön thematisiert. Dafür, dass es ja eigentlich nur eine kleine Halle ist. Dann nochmal der Komet. Komet, passt schon. Ein paar Greifautomaten dürfen natürlich in keinem Freizeitpark fehlen. Jetzt gehen wir nochmal runter zum Spielplatz. Zeige ich euch nochmal den. Ah ja, da gibt es noch die kleine Bahn. Ich glaube, das heißt ganz simpel Eisenbahnrundfahrt. Ja, da hinten sieht das, es ist. Es sind keine Bäume mehr da und da soll dann später mal der neue Eingang hinkommen. Wahrscheinlich, ich lehne mir jetzt aus dem Fenster, wahrscheinlich dann 2020. Die Kinder haben ihren Spaß in der Eisenbahn. So, wie gesagt, wir gehen jetzt nochmal einmal runter. Weil wenn da ein paar Kinder rumkraxeln, dann erkennt man auch, wo es da überhaupt überall rumgeht. Erkennt man ja so eigentlich jetzt von außen ein bisschen schlechter. Schaut jetzt richtig ungewöhnlich aus, wenn der Butterfly so ganz verloren in der Gegend rumsteht. Das war ja vorher alles grün dahinter. Das ist echt ungewöhnlich jetzt. Ja, wenn der Borkenkäfer zuschlägt, dann bist du machtlos. Und noch für die kleineren Kinder, die Schweinchenbahn. So, vorbei an der Kirche. Da gibt es Führungen drinnen. Soweit ich weiß, täglich 15 Uhr. Haben wir selber noch nie mitgemacht. Irgendwie geht das komischerweise immer an uns vorbei. Keine Ahnung warum. Von der Eisen-Go stand. Sehr lecker. Die so kleine gefrorene Kügelchen in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Die sind echt geil, die Dinger. Gut, heute bräuchte ich es nicht. Heute bin ich froh. Irgendwie jetzt da noch um eine warme Tasse Kaffee. Aber jetzt in der Sonne lässt sich echt gut aushalten mittlerweile, muss ich sagen. Hinten sind wir vorhin noch an der Pferdereitbahn vorbei. Gibt ja hier Eselreitbahn und Pferdereitbahn.
Nicht nur für Kinder, die dürfen auch Erwachsene fahren. Genau, der Wurm im Apfel, auch eine kleine Ziererbahn. Gilt leider nicht als Achterbahn zum Counten, aber bei uns in der App kann man natürlich alles counten, was man will. In dem Haus wohnen übrigens Mitarbeiter. Wir dachten immer, das wäre ein Lager und eine Montagehalle, aber tatsächlich ist es eine Mitarbeiterwohnung. Und hier im Vordergarten werden auch dann im Sommer wird Gemüse und Salat angepflanzt. Wir könnten jetzt eigentlich noch einmal dann ich weiß nicht, ob ich die Kamera mitnehmen darf, auf der Tubingbahn. Wie mir ja vorhin gesagt wurde, dass ich da mal fahren soll. So eine kleine Stunteinlage. Aber ich glaube, das lassen wir erstmal. So viel Action am Morgen brauche ich noch nicht. So. Also die ersten Kinder klettern da drin schon rum. Ich sehe da schon eine Mutter mitklettern, Respekt. Also für mich wäre das nichts. Also von der Gestaltung her echt super schön geworden. Mitten in die Zwergalbahn mit rein. Muss man erstmal schaffen. Ich habe mich schon ehrlich gesagt gewundert, warum man mitten in die Bahn einen Spielplatz platziert. Weil ich dachte, da muss man dann über die Schienen laufen. Wer hat ja keine Ahnung. Aber tatsächlich ist es echt so gelöst, dass man einfach über der Zwergalbahn rumklettert. So, wir werfen jetzt nochmal einen Blick auf die Freischütz, bevor ich mich dann von euch verabschieden werde. Zapf hier nehme ich die ganze Zeit das Datenvolumen von meinem Mann an und nicht mein eigenes. Freischütz ist noch geschlossen, da stehen nämlich schon die ersten am Eingang und wollen unbedingt rein. Wie gesagt, ich vermute einfach, dass es an den Temperaturen liegt. Es wird besser. Testfahrten waren ja schon gemacht. Aber der Eingang ist noch zu. Und ja, ich würde jetzt da nicht warten, weil das kann jetzt noch eine Stunde dauern. Also auf so eine kleine Fläche so eine Achterbahn hinbauen, das muss man ehrlich gesagt auch erstmal schaffen. Vor allem gleich kleine Fläche, 5 Inversionen. Also da haben sie echt gute Arbeit geleistet, muss ich sagen. War auch eine Investition von ungefähr 5 Millionen Euro. Und die Wartungskosten sind ja auch nicht ohne. Alleine mit den Reifen, die müssen werden zwar jetzt nicht komplett neu gekauft. Deswegen gibt es hier kaum Laufräder zum Erwerben, gebrauchte leider. Aber die werden hier immer die Felgen neu beschichtet, was natürlich extreme Kostenersparnis ist. Das ist zwar auch nicht billig, meinten sie ja, aber immer noch besser, als wenn sie es komplett neu kaufen. Das war es jetzt mit unserem Rundgang. Wir sind einmal den kompletten Park durch. Viel hat sich jetzt nicht getan, aber mein Gott, ich weiß, dass nächstes Jahr was Großes und Spektakuläres kommt. Deswegen verzeihe ich das sehr gerne. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir werden das Video später auf YouTube hochladen und vielleicht könnt ihr da ein Gefällt mir dalassen. Also jetzt für alle, die noch in Parks unterwegs sind, viel Spaß. Wir sehen uns dann nächste Woche am Donnerstag aus Geiselwind. Da geht es nämlich bei uns dann weiter. Und wir steigen jetzt auch erstmal in die nächstbeste Bahn ein, die schon geöffnet hat. Also ciao!